Willkommen zurück im Überlebensareal, Freunde, und somit auch zur Pokémon Platin Nuzlocke Challenge. Wir sind hier, ich glaube, in der Duellareal, ja, genau, in das uns Avenaro eingeladen hat. Und hier befinden sich die ganzen Arenaleiter der Sinnoh-Region, die uns gerne zu einem Rematch herausfordern würden. Und das werden wir auch gleich tun oder annehmen. Ich möchte hier an der Stelle mal gerne Meltdown und Rebell etwas trainieren. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, in was für einem Level die ganzen Ganoven hier sind, aber oh je, der Boy trifft mich sehr effektiv, die trifft mich sehr effektiv, der ist doch, was war der? Stein? Stahl. Okay, wir beginnen auf jeden Fall mal mit Adam. In meiner Arena habe ich mich vielen Herausforderungen gestellt. Und auf der Eiseninsel habe ich trainiert und über so manches anderes nachgesonnen. Heute verfüge ich daher über die Zuversicht, dich im Kampf niederringen zu können. Wirst du mir einen Rückkampf gewähren? Ja, es geht los, Freunde. Die Rückkämpfe gegen jeden einzelnen der Arenaleiter geht los. Und wir starten mit Adam. Schauen wir einfach mal, was er in den Kampf schickt. Gucken wir mal. Oh, Panzer-Aeron. Oh, Panzer-Aeron. Alright. Ich habe das Gefühl, dass ein Flammensturm nicht reichen wird. Ganz einfach, weil er 11 Level über uns ist. Will ich an der Stelle für einen Hitzekoller gehen? Oh, was war nochmal sein Signature? Oder was war nochmal? Was? Stalos? Stalos ist Boden. Stalos oder Stolos? Eins der beiden. Boden, und das würde mich vierfach effektiv hitten. Wo ich eh rauswechseln. Ja, überlebt er einen Flammensturm, Panzer Aerons Spätstaff ist super, super scheiße. Okay, ich gehe von Hitzekoller. Oh, Tarnsteine. Oh, goddamn. Okay. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, Freunde. Unser Switch-Game ist eingeschränkt. Ich gehe dennoch von Hitzekoller. Boom. Gucken wir mal, was das macht. Das müsste reichen, Alter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hin oder her, 11 Level höher. So, Panzer Aeron ist auf jeden Fall schon mal down. Und da kommt Stolos, wie erwartet. Oh je, okay. Das Ding ist vom Typ Stein, Stahl, Stahl, Stein, eins von beiden. Was genau will ich gegen den Boy machen? Ich könnte ihn einschläfern. Ne, ich möchte jetzt ein bisschen mit Meltdown und dem Rebellen hier kämpfen. Ich will nicht wieder mit meinen ganzen anderen Viechern kommen. Genau das habe ich nämlich erwartet, dass das Erdbeben kommt, das vierfach effektiv trifft. Aber wir lassen uns davon nicht treffen, weil wir die Schwebe haben. Mal schauen, hat er eine Steinkante? Metallstoß. Oh, damn. Okay, Dagena ist drin. Er wird jetzt nicht auf das Erdbeben gehen, weil es absolut keinen Sinn macht. Gegen ein Schwebe-Pokémon. Ich gehe zum Meltdown rein. Metallstoß resiste ich vierfach. Oh Gott, er hat die Steinkante. Das trifft neutral und ist Stab. Mabu, please, nicht zu viel Damage. Oh Gott, Alter. Das hat fast gereicht, um Meltdown zu killen. GG. Will ich Hitzekoller einsetzen? Ich gehe für einen Hitzekoller. Oh Gott. Und ich verfehle den Hitzekoller. Nice. Und jetzt könnte er aufwachen und mich einfach so töten. No risk, no fun, Leute. Wenn ich jetzt zu Gyarados rauswechsel, heulen wieder alle rum. Du kennst viel zu viel mit Gyarados. No risk, no fun. Ich hoffe, dass er nicht den First Turn Wake Up bekommt. Oh Gott, der hat eine Beere und das hat nicht gereicht, ne? Das reicht auch beim zweiten Mal nicht. Schläft tiefenfest. Ich outspeede ihn, das ist ja das Interessante, aber das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn ich jetzt angreife, weil... wegen dem Drop. Kacke, Alter. Ich muss zum Monster raus, es tut mir leid, Leute. Es tut mir einfach leid. Ich kann da nicht unbedingt viel machen jetzt. So, ich brauche den Bedroher auf dem Boy. Alter, die Tarnsteine, ne? Die wrecken mich, Mann.
Holy. Ist aufgewacht. Und er geht für die Steinkante und nicht für das Erdbeben. Wow, überlebt das Monster? Alter, das ist Stab sehr effektiv. Alter, ganz knapp. Ganz knapp überleben wir das. Oh shit, ich bin am Arsch, Leute. Das Einzige, was ich machen kann, ist zur Schweinerei rauszugehen. Yo. Krass, Alter. Die Tarnsteine bumsen, Schweinerei. Und wenn der Steinkante kommt, er ist auf minus 1, aber dennoch macht er super Damage des Todes. Und er trifft jede verfickte Steinkante. Wetten, Leute, bei mir, ne? Wäre jede Steinkante, hätte gemisst. Okay, er trifft nicht sehr effektiv, weil wir vom Typ Boden sind. Das ist gut. Wir können das Erdbeben raushauen, wir outspeeden ihn auf jeden Fall, es ist vierfach effektiv, es gibt gar keine Chance, wie du das überleben kannst. Ich weiß, deine Death ist super krass, aber aus der Range niemals, das ist Stab. Schweinerei hat einen riesen Bizeps, zwei Riesenhörner am Maul und das war's mit dir, mein Freund. Ich kann nicht mehr rein und raus switchen, Alter. Garados ist kein Switchen mehr. Stalos, da kommt schon das nächste Problem, Alter. Oh, shit. Wow. Wow, wow, wow. Okay, ich probier's mal mit Erdbeben. Er wird es überleben. Er wird es einfach überleben, der Boy. Das Problem ist, wenn er jetzt einen Eisenschweif raushaut, dann bin ich tot, ne? Dann bin ich fucking tot. Er geht für den Sandsturm. Warum auch immer. Das ist gut, weil Schweinerei interessiert einen Sandsturm nicht. Schweinerei ist mega cool, ne? Hagel und Sandsturm interessieren ihn beide nicht. Mein Plan wäre es vielleicht noch gewesen, zu Rebell rauszuswitchen. Stalos dann einzuschläfern, zu Pampers raus, den Wish auf Meltdown zu passen und dann zu Hitzekollern. Vielleicht. Ich kann gar nicht mehr zu Meltdown rein, weil die Tarnsteine eben bumsen. Genauso wie Monster. Die werden beide einfach von Tarnstein gebumst, Alter. Pampers wird auch von Tarnstein gebumst. Schweinerei ebenso. Holy shit. Holy damn. Okay, Erdbeben. Okay, please. Ich weiß, Stalos, du hast eine mega krasse Def. Genauso wie Stalos. Gibt's jetzt bitte ein paar Stahl-Pokémon, die nicht extrem krasse Defensive. Ja gut, das gibt's irgendwie gar nicht, ne? Das widerspricht sich ja, aber ich meine, das waren gerade die Könige der Attacks. Der Attack Tanks. Oh Gott, Boltoros natürlich. Aber warte mal, Boltoros ist Steinstahl. Das ist ebenfalls sehr effektiv. Vierfach. Und ich outspeede Boltoros. No problem. Alter, das ist vierfach Schwäche von dir. Oh, hast du Robustheit? Nee, Robustheit hat anders funktioniert in dieser Gen. Schweinerei trifft dich vierfach effektiv mit einem Stab. Richtig krassen Bizeps. Und das war's mit Boltoros, Alter. Yo, also Schweinerei ist gerade unser MVP, ne? Wir haben keine Chance mit allen anderen Pokémon. Die Tarnsteine wrecken unser Team und, yo. Das Problem ist, dass, oh, shit. Aber warte mal, du bist auch vierfach schwach. Du hast keinen Schwebe. Und einen Luftballon hast du auch nicht. Und wir outspeeden wegen der Flinkklaue. Ich weiß nicht, ob die Flinkklaue gemattert hat, aber das ist ein totes Magneson, meine Freunde. Mein Freunde. Ja, die Lichtkanone hätte uns richtig gebumst. Aber das war's mit Magneson und somit mit Adam, dem ersten Arenaleiter in der Duellzone oder in der im Duellareal. Goddamn. Wow, ich habe das Gefühl, dass ich noch etwas trainieren muss. Tatsächlich. Auf der Eiseninsel habe ich mich an der Seite meiner Pokémon durch das, Schlagen auf Stahl härter gemacht. Aber ich könnte immer noch mehr Training vertragen. Oh Gott, Alter. Yo, Leute, übrigens, was ich gemacht habe zwischen den beiden Parts, ist, ich habe Heatran 9 Calciums und ein Eisen und ein Zink reingedrückt, ne? Er hat jetzt keinen 146er Bizeps mehr, sondern einen 158er. Was immer noch sehr fucking schwach ist für das jetzige, ne, ihr seht, erste Kampf schon mit 18 KP überstanden.
und nicht mal ein halbes Level hochgekommen, weil wir einfach rausswitchen mussten. Wir haben keine Chance mehr gehabt, das Ding rein zu switchen wegen den Tarnsteinen. Alter Schwede, das könnte interessant werden. Hier gegen die ganzen Arenenleiter, also ohne, ne? Ich meine, Monster rein zu switchen mit den Tarnsteinen, bam, tot. Heatran hätte nicht mal reingeswitcht werden können, das wäre tot gewesen. Schweinerei wäre mit jeder einzelnen Attacke gestorben, insbesondere mit einem Switchen. Pampas ist Tarnstein-Fodder hätte auch keinen der Elektroattacken von Magneson noch Steinkanten überlebt. Der Rebell, yo, hätte vielleicht die ein oder andere Attacke getankt, aber es ist auch nur auf Level 52, das heißt, wir hätten uns von ihm verabschieden müssen. Er wird resisted von allen Pokémon. Fodder wird immunisiert und resistet und hat überhaupt keine physische Death. Das heißt, ohne fucking Schweinerei hätten wir es auch hier wieder nicht geschafft, ohne irgendwie ein Opfer zu bringen. Und das war der einfachste Trainer. Das war der Trainer mit den Stahl-Pokémon, wo ich mir dachte, yo, ich habe ein Feuer-Pokémon, ich habe ein Boden-Pokémon, ich habe irgendwie ein Monster dabei. Und jetzt kommen Trainer, die nicht mehr so easy resisted werden wie der hier. Ich bin gespannt, wie es mit denen laufen wird. Leute, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir denn gegen einer der beiden anderen Arena-Leiter unser Rematch haben werden. Und das wird nicht so einfach werden wie dies hier. Das kann ich euch prophezeien. Tja, Hashtag Grinding-Montage wäre angesagt. Naja, macht's gut, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen, euer Sephiron.